Der Wolf gehört inzwischen zu Niedersachsen wie dessen Wappentier. Das stolze Niedersachsenross. Doch vertragen sich die beiden auch. Aus Sicht der Weidetierhalter eher nicht. Und dann lässt sich der Wolf auch noch im Norden der Landeshauptstadt blicken. 8 Kilometer ist er durch Hannover spaziert. Vorbei an einem Kinderspielplatz und städtischen Wohnhäusern. Wir sprachen mit Hermann Gruppe, landwirtschaftlicher Sprecher der FDP-Landtagsfraktion. Herr Gruppe, der Wolf ist 8 Kilometer durch Hannover gelaufen. Das ist eine Premiere. Was folgern Sie daraus? Ja, wir werden, fürchte ich, immer mehr mit solchen extremen Beispielen rechnen müssen. Das Grundproblem ist, dass der Wolf sich in Niedersachsen schon so stark vermehrt hat. Man spricht von 350 Wölfen, aber schon seit 1,5 Jahren, es werden jetzt sicherlich über 400 sein, dass wir, wenn er sich weiter so stark mit 1/3 pro Jahr vermehrt, zunehmend damit rechnen müssen, dass er in Bereichen auftritt, wo er nun wirklich nicht hingehört. Und die Stadt Hannover ist nun das extremste Beispiel. Der Wolf ist auf seinen 8 Kilometern im Morgengrauen an einem Kindergarten vorbeigekommen, an einer Schule. War das ein Jungwolf, der mal auf Erkundungstour war? Das ist durchaus möglich, wenn die jungen Wölfe sich vom Rudel trennen und auf Wanderschaft gehen, dann kommt es am ehesten zu solchen Begegnungen. Aber ohne das dramatisieren zu wollen, der Wolf gehört eben weder in die Stadt noch in die Nähe der Bereiche, wo die Menschen sich vermehrt aufhalten. Er gehört nicht auf die Deiche, wo die Schäfer mit den Schafen für die Deichsicherheit sorgen. Und er gehört eben nicht in diese dicht besiedelten Gebiete, in die Gebiete, wo wir unsere Weidetiere halten. Das gibt dann zunehmend Begegnungen, die man nicht unbedingt als ungefährlich bezeichnen kann. Wo ist für Sie die rote Linie erreicht? Also wir haben gesagt, wir begrüßen, dass es der Wolf wieder zugewandert ist und in Abstimmung auch mit den landwirtschaftlichen Verbänden sagen wir, bei 300 Wölfen etwa ist die Obergrenze erreicht, was mit anderen Belangen halt noch vereinbar ist. Und wir sind deutlich drüber und da sagen wir, wir brauchen eine Regulierung, damit auch Weidetierhaltung in Niedersachsen zum Beispiel noch möglich ist, damit es nicht vermehrt zu solchen extremen Fällen kommt wie hier in Hannover. Und wenn ich mir vorstelle, dass jemand mit seinem Hund spazieren geht, weiß ich nicht, ob das alles so konfliktfrei dann verläuft. Ich will das nicht weiter ausmalen, aber wenn uns die Experten sagen, wenn der Mensch nicht eingreift, dann wird bis 2030 die Wolfspopulation in Niedersachsen auf 1200 Wölfe steigen, dann halte ich das für mehr als problematisch. Das darf einfach nicht passieren. War das Wolfsmanagement hier in Niedersachsen bisher ein Erfolg? Das Wolfsmanagement in Niedersachsen hat sich ja weitgehend auf die Beobachtung und Zahlen zu ermitteln bezogen. Wir haben ja bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin als FDP sehr stark darauf gedrungen, dass jetzt wirklich mal realistische Zahlen festgestellt werden und dass dann auch die Möglichkeit geschaffen wird, darauf regional zu reagieren. Weil wir haben ja auch nach wie vor Bereiche, wo der Wolf noch nicht ansässig ist, haben aber andere Bereiche, wo wir die höchste Wolfsdichte weltweit haben. In Niedersachsen geht es vor allen Dingen, und das betrifft ja Ihr Ressort auch als landwirtschaftlichen Sprecher der FDP, um den Schutz der Weidetiere. Was könnte hier verbessert werden? Also der passive Schutz durch Zäune ist so weit entwickelt worden, dass es nicht mehr steigerbar ist. Wir können keine Hochsicherheitstrakte in der ganzen Landschaft errichten. Und das ist eben nur ein relativer Schutz, das hat sich eben auch immer wieder gezeigt. Er kann den Wolf in andere Bereiche drängen, aber ein wirklicher Schutz ist es nicht. Und deswegen, wer Weidetierhaltung in Niedersachsen erhalten will, der muss dafür sorgen, dass der Wolf nicht völlig überhand nimmt, dass er nicht andere Arten sehr zurückdrängt, auch Wildtierarten, und die Weidetierhaltung unmöglich macht. Und da ist der Mensch der einzige Feind des Wolfes. Der
vorhanden ist. In früheren Jahren haben die Menschen sich aus Eigenschutz schon erwehrt, weil wenn der Wolf die Tiere gefressen hat, dann war für die Menschen dann Hunger angesagt. Und wir tun gut daran, auch heute das ganz normale Verhalten gegenüber dem Wolf an den Tag zu legen. Und das heißt, er muss auf ein bestimmtes Maß begrenzt werden, wenn wir weiter ausreiten wollen, wenn wir weiter Weidetierhaltung haben wollen. Und das gefährdet den Wolf in keinster Weise. Er hat längst den günstigen Erhaltungszustand erreicht. Aber im Weserbergland war der Wolf bisher noch kein Problem? Gab es noch keine Problemwölfe? Nein, nach Beobachtung sind einzelne Wölfe mal durchgezogen. Das ist so. Hier in Südniedersachsen haben wir das Problem nicht so. In nördlichen Bereichen, Soltau-Uelzen oder nördlich von Hannover, haben wir dagegen Dichten, wo man einfach dringend eingreifen muss.